Hallo, schönen guten Tag. Unsere heutigen Tagesthemen sind nachher diese. Dr. Bodo Schiffmann und so weiter. Und jetzt, wir beginnen mit den Kurznachrichten und machen aber auch nachher einen Kurzausflug in die Gesamtschau und was das für die Politik und für Parteiprogramme bedeutet. Ja, unser Tagesbild sitzt ganz gut. So, was haben wir denn an Kurznachrichten? Trump redet Klartext. Inlandsterrorismus. Ja, das müssen wir uns auch klar sein. Ja, also wir haben auch in Deutschland, wahrscheinlich eben genauso in den USA, linkskriminelle Verfassungsfeinde, die gerne den Staat stürzen wollen und am Ende dann faktisch wieder eine Diktatur begründen würden. Und wir haben Rechtsextremisten. Und das haben wir garantiert auch in den USA. Und deswegen spricht Trump eigentlich zu Recht von Inlandsterrorismus. Wir haben in Deutschland auch diesen Inlandsterrorismus. Wobei da übrigens hochinteressant war, dass Bodo Schiffmann gezeigt hat, dass der Reichstag, wo dieses rechtsradikale Event stattfindet, jedenfalls vom Bild her unendlich weit von der tatsächlichen Demo entfernt war. Also das bringt dann doch den Verdacht auf, dass es sich da um eine völlig andere Veranstaltung handelt und dass die gar nichts mit der Querdenken-Demo zu tun hat. Ja, das ist jedenfalls mal nachzudenken. Und dann soll ja Wolfgang Kubicki, der Co-Vorsitzende der FDP, gesagt haben, dass im Großen und Ganzen irgendwie sowas wie, dass die Demo doch eigentlich gar kein Problem war, sondern die Demo sich doch eigentlich relativ anständig benommen hätte. Ja, das würde dann bedeuten, dass die Berichte von dem Reichstag eigentlich von einer anderen Demo handelten. Ja? Jedenfalls nicht die, die der Herr Kubicki gemeint hat. Ne? Ja, und dann Bodo, ich habe es selbst gesehen, ich konnte es nicht lesen, weil man das wohl bezahlen muss oder so ähnlich. Wirklich so mit Titelbild bei Zeit Online, ja, immerhin, ja. Und das ist ja dann auch eine Chance für die Wir 2020, wo sich auch ein Mitglied bei uns, ein Doktor der Physik, gemeldet hat und großes Interesse bekundet hat, dass das Parteiprogramm anhand der sozusagen anhand der 20 Reformen der Next Scientists for Future vielleicht entwickelt wird. Ja, das wäre eine Riesenchance. Wenn man dann mit Millionen Klicks vielleicht am Ende bei KenFM und vielleicht sogar bei Rezo, wenn dann also im ganzen Online-Fernsehen eine neue Partei vorgestellt wird, deren Erfolgsaussichten theoretisch bei bis zu 56% liegen, das hat eine Studie gezeigt, also jede Partei, die die Konzepte der Next Scientists for Future übernimmt, würde mindestens 20% Zuwachs kriegen, bis zu einem Maximum von 56% über alles sozusagen. Ja, ich denke mal, mit 10% wäre wir 2020 sicherlich schon zufrieden. Ne? Ja. So, und jetzt kurz der Gesamtblick. Was ist passiert? Wie muss man die Lage der Welt und die Lage der Politik verstehen insgesamt? Ja? Also gucken wir doch mal. World Council of Wise People, Weltrat mit Arbeitskreis Next Scientists for Future. Also, es begann alles vor 13,8 Milliarden mit einem Urknall. Vor 10 Milliarden entstand wohl ungefähr unsere Galaxie, die Milchstraße, vor 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde und so weiter. Und dann vor sozusagen hier ganz eng vor
Jetzt springen wir quasi, ja, nee, vor 4 Milliarden, 3 Milliarden Jahren, da muss es irgendwo mit der DNS begonnen haben, also diesem merkwürdigen Spiel, das wir Leben nennen, ja, dieser merkwürdigen Materieform. Und dann springen wir von 3 Milliarden auf 65 Millionen Jahren, also das heißt, wir gehen hierhin. Springen also von Milliarden zu Millionen runter. 65 Millionen Jahren begann zeitgleich mit einem eventuellen Meteoriteneinschlag, mit dem Aussterben, zeitgleichen Aussterben der Dinosaurier, begann der große Aufstieg der Säugetiere auf die langsam nach und nach auf die Bäume und dann ziehen wir das hier, dann sind wir hier bei 13,8 Millionen, da sind wir dann hier, da haben wir also die menschenähnlichen, unsere Urgroßeltern, sind ja alles unsere Urgroßeltern, aber unsere Urgroßeltern, die uns schon einen Schluck Wasser. Ziemlich ähnlich sehen. Dann nach und nach aufrechter Gang sozusagen und dann vor 4 Millionen Jahren eher die Situation Verschwinden der gorillaartigen Eckzähne, also Gewalt verschwindet aus dem Leben, zumindest erstmal aus dem Liebesleben, ja. Das spricht für eine Evolution Richtung pazifistischer bonobo-kommunistischer Kommune, hier ab dann sozusagen und hier 2,5 Millionen Jahren Erfindung der Technik, also sozusagen durch den aufrechten Gang konnten sich unsere Hände zu Technikhänden weiterentwickeln, weil sie vom Klettern befreit waren und vor 2,5 Millionen Jahren dann die Erfindung der Technik und da ging natürlich dann so dadurch dann das Gehirnwachstum ging immer weiter und dann irgendwann so hier vielleicht muss ja irgendwann der Fellverlust gekommen sein, irgendwann in diesem Bereich 1,7 Millionen oder so ungefähr und dann haben wir eine Evolution Richtung eines aufrechtgehenden, felllosen immer größere Gehirn evoluierenden, Technikhände besitzenden Bonobo, zweiten Bonobo. Und dann ziehen wir das Ganze wieder auf und gehen jetzt auf 400.000 zu Zeiten des späten Homo erectus, die hier die alles entscheidende Erfindung von Tausch und danach kurz danach wahrscheinlich Tauschhandel. Das bedeutet, damit auch die Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und dadurch sozusagen entstehen automatisch, befinden sich in freiem Markt und freier Arbeitsteilung Fehlanreize. Und diese Fehlanreize führen zur massenhaften Vermehrung von vorteilbringenden Irrtümern, also nicht jeder Irrtum wird multipliziert, sondern vor allem die vorteilbringenden, also gehen wir nochmal an diese Schlüsselstelle der Menschheit, ja. Also die ersten Frühärzte und Frühhändler haben sich noch nicht geirrt, lebten noch in der Wahrheit. Und irgendwann, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, muss es automatisch zur ersten Irrtum gekommen sein, zu einem Früharzt und Frühhändler, der sich irrt. Und der sagt dann, so, der irrt sich. Und warum erweist sich aber dieser spezielle Irrtum dann als vorteilbringend? Ja, weil es ein Irrtum ist, der das Geschäft ankurbelt. Nämlich, ach nein, ihr könnt ruhig die moderne, denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund. Krank werdet ihr durch irgendwelche allmächtigen Winzlinge, die man später Viren und so weiter nennen wird. Und die sind total gefährlich und deswegen sozusagen
müsst ihr bei mir ganz viel kaufen, später Impfungen und Tests kaufen, alles Mögliche kaufen, damit ihr gesund bleiben könnt, sozusagen, ja. Und dadurch stiftet er quasi ohne böse Absicht die Menschen an, sich weiterhin krank zu ernähren, den falschen einen unnatürlichen Lebensstil zu leben. Die Leute werden ganz häufig krank. Er kann ihnen unheimlich viel verkaufen aufgrund seines Irrtums. Der Irrtum erweist sich als vorteilbringend. Er kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren, wird der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach. Und sein vorteilbringender Irrtum wird zum Studieninhalt des Medizinstudiums und wird zur Geschäftsgrundlage, also Gefährlichkeitsüberschätzung und viele andere, Millionen andere, tausende andere Irrtümer werden zur Geschäftsgrundlage von Pharma- und Medizinindustrie. Und das, was ich hier beschrieben habe, gilt leider für alle arbeitsteiligen Systeme, für alle Behörden, für in allen Behörden, in allen Bürokratien, in allen Wirtschaftsbereichen, überall multiplizieren sich vorteilbringende Irrtümer. Und das ist eben der Grundfehler auch von Dr. Markus Krall, Professor Hans-Werner Sinn, den Wirtschaftsweisen, dem IFO-Institut, dass die alle sozusagen Wirtschaftsweisen, übrigens Sachverständigenrat, war ja letztens wieder der Leiter des Sachverständigenrates zu sehen in einer Sendung. Ja, also dieser Irrtum, dass man nicht erkennt, wie gefährlich freier Markt und freie Arbeitsteilung sind, dass sie eine 400.000-jährige Blutspur hinter sich gezogen haben, ja, das können all diese Instanzen nicht erkennen. Das kann man hier nur am einzigen Ort der Wahrheit bei den nextscientistsforfuture.de erkennen, sozusagen. Aber das gilt für alle Bereiche. Das heißt also, dass wir jetzt, wenn wir sozusagen, ja, ich gehe nur noch mal die Evolution durch, ich komme dann gleich darauf, was wir also politisch ändern müssen, was also auch die Partei Wir 2020 machen müsste, wenn sie wirklich 56% irgendwann erreichen will. Ja? Wir haben also da. Sind wir also bei 400.000? Da ist also sozusagen, haben wir etwas Gefährliches erfunden, freien Markt und freie Arbeitsteilung, und das ging nach hinten los. Aber sowas von gewaltig, ne? So, dann haben wir hier zum Beispiel Hinweise, zum Beispiel es gibt einen Professor, der behauptet, dass wir vor 300.000 Jahren schon den Long Distance Trade erfunden haben, also sogar den Handel über weite Entfernungen, den Fernhandel, ja. Professor Friedemann Schrenk spricht eher von 140.000 Jahren den Fernhandel, vielleicht vor 170.000 Jahren die ersten Frühärzte, die Erfindung des Frühärztetums oder Schamanismus. Und dann so, ich ziehe das mal wieder auf, wir gehen vor 40, 30.000 Jahren. In diesem Zeitraum irgendwann soll sich so langsam auch Ackerbau und Viehzucht genähert haben, was wir dann oft auf 10.000 datieren. Die nächste Geißel der Menschheit, nämlich immer weiter denaturierte Nahrung, also Ackerbau und Viehzucht hat mit natürlicher Nahrung ja schon fast nichts mehr zu tun, ja. Da wird rumgezüchtet und alles Mögliche. Und ob diese Züchtungen jemals für irgendeinen Menschen gut waren, das steht zu bezweifeln. Auf jeden Fall waren sie gut für den Händler und für den Produzenten, ja? Und dessen Geschäft. Und dann haben wir vor 30.000 Jahren angeblich die Kehrtwende. Da soll dann also mit unseren Technikhänden trotz der Fehlentwicklung der letzten hunderttausenden Jahre das Gehirn immer noch leicht angestiegen sein, bis zu 1500 Milliliter. Und seitdem von 30.000 bis heute soll es dann wieder von 1500 Milliliter Durchschnittswert, soll unsere Klugheit wieder abgesunken sein auf 1350 Milliliter Durchschnittswert. Und das ist total erschreckend, ja. Also, das heißt, also wir haben hier,
und sind jetzt hier und haben 400.000 Jahre Leidensgeschichte mit freiem Markt und freier Arbeitsteilung hinter uns und haben einfach nicht verstanden, dass in freiem Markt und freier Arbeitsteilung eben genau diejenigen Fehlanreize stecken, die zur Multiplikation von vorteilbringenden Irrtümern, die unser ganzes Denken irrational werden lassen, dass genau das geschehen ist. Ja. Schluck Wasser, bitte das Zahnrädchen unten rechts schneller drehen. Ich rede ja, möchte noch langsamer reden. Schluck Wasser. Ja, was sehen wir dann noch? Also, wir schauen uns mal an, was wir hier noch haben. Also, wie schauen wir uns nochmal das Bild hier an? Also, vor 13,8 Millionen Jahren, gorillaartige Eckzähne, Rivalenkampf, allmählich aufrechter Gang, 6 Millionen Jahren, 5, 4, 3, 4, vor 4 Millionen Jahren, so Wegfall der Eckzähne, vor ja, 2,5 Millionen Jahren. Ja, dieser Bereich wahrscheinlich noch, Erfindung der Technik, Technikhände, Verschwinden des Felles, sozusagen, das ist wohl dann eher der frühere Homo erectus, dann eben jetzt sozusagen hier irgendwo dazwischen Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Dennoch wächst Körpergröße und Gehirn noch weiter bis auf 1500 Milliliter. Dann sind das wir hier, 30.000 Jahre später, reduzierte Körpergröße durch die Fehlernährung, durch Ackerbau und Viehzucht, die ja zu einem drastischen Körpergrößenschwund geführt haben soll, gleichzeitig ja auch das Aufkommen der Seuchen, ja, Tiersucht, schlechte Ernährung, Ackerbau und Viehzucht als Geißel der Menschheit sozusagen reduzieren Körpergröße. Und bis heute haben wir eben 150 Milliliter Klugheit verloren, also Gehirnvolumen verloren, obwohl sich ja die Gesamtkörpergröße und so weiter nicht grundsätzlich geändert hat, sodass man wirklich sagen kann, diese 150 Milliliter gehen jetzt nicht darauf hin zurück, dass wir eben ein Stück kleiner wurden, ne? Und wir wurden ja auch im Wesentlichen kleiner, weil nicht unbedingt genetisch, sondern wegen der schlechten Ernährung und dadurch ein wahrscheinlich möglicherweise ernährungsbedingter Kleinwuchs. Ne? Und das ist das, was an Zukunft auf uns wartet, nämlich der Weg zum Rollator, dass wir irgendwann so einen denaturierten Lebensstil leben, dass die Menschen nur noch bucklig und durch die Welt schleichen und dann irgendwann am Ende alle am Rollator vor sich hinschleichen. Das ist die Zukunft der Menschheit. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja. Gerne mit einer Kooperation mit Kreta. Aber wenn wir zum Beispiel mit der Partei Wir 2020 kooperieren würden, würden wir natürlich sofort unser Angebot an Fridays for Future und Greta Thunberg zurückziehen, weil das ja nur ein Kooperationsangebot ist mit dem Kohlestopp 2026. Dann ist halt die ganze Bewegung zum Scheitern endgültig verurteilt, weil dann eben die einzigen, mit denen sie sinnvollerweise effizient hätten kooperieren können, die Next Scientists for Future ihr Angebot dann zurückziehen, ja? Ja, und dann muss man sich vorstellen, ja, vor 400.000 Jahren dürften wir also in dem Bonobo-Kommunismus gelebt haben. Die Männer haben alles den Frauen und Kindern geschenkt, die Töchter verlassen die Gruppe, kriegen die Enkelkinder sozusagen in den Nachbarkommunen. Alles ist pazifistisch, man besucht die Enkelkinder in den Nachbarkommunen, es ist alles liebevoll, sanft und friedlich. Dann kommt die Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und dann werden solche konsumfördernden Ideen aufgebracht, wie, oh, Sexualität ist schmutzig und böse, die leistungsfähigen Männer fühlen sich nicht mehr geliebt in den Kommunen.
fangen an, ihr eigenes Ding zu machen, fangen an, akkumulations- und machtsüchtig zu werden und hören auf, den Frauen und Kindern alles zu schenken, machen ihr Ding und werden zu unseren heutigen Milliardärskönigen. Und jetzt müssen wir halt den Milliardärskönigen auch klar machen, das war alles ein Riesenmenschheitsfehler. Also hier müssen wir so, wir müssen mit den Politikkönigen, mit den Journalismuskönigen und den Milliardärskönigen vernünftig reden. Hier, wir wollen euch gar nichts wegnehmen, wir geben euch ganz viel, ja. Mit den 20 Reformen ermöglichen wir ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich. Von dem bekommt ihr alle was ab. Müsst aber auf manches verzichten, denn die Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten und Langlebigkeitendaten schenkt euch zwar tausendfach mehr Lebensfreude und Lebenslust, tausendfach mehr Gesundheit, tausendfach mehr Langlebigkeit bis zu einem Maximum von 127 Lebensjahren. Da ist dann Schluss für alle. Und ihr müsst halt verzichten auf so manches, nämlich zum Beispiel für die Politikkönige gibt es drei Verzichtdinge. Der Lobbyismus fällt durch die Einführung der Wohlfühlstimme automatisch weg. Die Parteispenden wird es nicht mehr geben, weil niemand wird mehr versuchen, euch zu lenken. Die Jobs während der Politikkarriere, die Vorträge, gut bezahlten Vorträge und die Jobs nach der Politik wird es alles nicht mehr geben. Dafür kriegt ihr aber auch mehr Geld, habt dann aber eben tausendfach mehr Lebensfreude und Gesundheit und Langlebigkeit, ne? Also, und deswegen solltet ihr dem zustimmen und in eine Koalition, zum Beispiel mit Wir 2020, treten und dann dort gemeinsam Deutschland und dann die Welt reformieren, Europa und die Welt reformieren, ne? Ja, und das bedeutet, dass dann vielleicht auch dann sich freiwillig rund um die dann entstehenden Hausarzt-Gesundheitskommunen werden sich vielleicht sozusagen von selbst und freiwillig wieder die ersten bonobo-kommunistischen Kommunen bilden, ja. Und dann werden dort die Milliardäre der Welt hineingeladen und die kommen dann alle nach Deutschland, bringen ihren Reichtum, ihre Unternehmen mit, Arbeitsplätze mit und so weiter. Und leben da und fangen an, alles auch den Frauen und Kindern zu schenken, sodass die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammengeht, weil die Männer wieder alles ihren geliebten Frauen und Kindern schenken, ja, in der Kommune und sicherlich und dann eben die klügsten der Kinder der Kommune dann das Erbe quasi ja letztendlich antreten und wahrscheinlich dann die größten Teile auch bekommen von den Unternehmen und dann kluge eben weiterhin investieren, sodass Deutschland und Europa wirtschaftlich Nummer eins in der Welt sind und bleiben. Ja, das wäre das. Und da dann, wenn die ganze Welt sozusagen pazifistisch geworden ist, können wir dann auch endgültig abrüsten sozusagen, können das einsparen und können dann auch runtergehen auf vielleicht 3 bis 4 Stunden Arbeit pro Tag und dann haben wir und den Rest ist dem Singen, dem Tanzen, dem Musizieren, der Liebe, dem Körperkontakt, der Massage und dem Genießen, rundum Genießen gegeben und dann werden wir wieder so glücklich, wie die Bonobos heute noch sind, wo sie von Menschen unberührt sind. Natürlich, ja. Also sobald wir Menschen ins Spiel kommen, zerstören wir natürlich das Lebensglück der Bonobos. Aber dort, wo wir ganz weit weg von ihnen noch sind, da sind sie noch glücklich. Und dann werden wir eben mindestens genauso glücklich leben dürfen wie die Bonobos. Ne? Und geht über 20 Reformen. Das heißt, wir müssen ja eben
sozusagen alles reformieren und ja, und eine der Zentralerkenntnisse ist auch, dass wir ganz klar verstehen müssen, dass diese antinaturwissenschaftliche Vorstellung, alle neugeborenen Kinder seien Genies, der größte Irrtum aller Zeiten ist. Wir müssen ganz klar sehen, dass wenn Europa Nummer eins in der Welt wieder werden möchte und dann bleiben möchte, müssen wir hier ein paar wenige Kinder bekommen, also im Hochleist von unseren klügsten Frauen sozusagen, und hier nach Möglichkeit gar keine Kinder mehr. Denn so funktioniert es in der Natur auch immer. Also Kinder bei den Bonobos bekommen eigentlich alle, nur die hier. Natürlich bekommen alle Frauen Kinder, also geht das schon auch ein bisschen weiter hier rein. Aber die Männer, an die Eizellen ran lassen die Körper der Bonobo-Frauen. Die haben zwar mit allen Sex, aber nur die Spermien der klügsten Männer der Kommune mit den größten Geschenken lassen sie an ihre Eizellen ran. Das machen die Körper automatisch. Das ist ein genetisches Programm. Und das führt dann dazu, dass letztendlich zwar alle Frauen bei den Bonobos wohl Kinder bekommen, aber letztendlich alle von den klügsten Männern. Und dadurch ist immer eine hohe Leistungsfähigkeit jeder Kommune gewährleistet und damit eine hohe wirtschaftlicher Erfolg garantiert. Ja, und das habe ich ja alles schon oft beschrieben. Ja, und dann haben wir politisch dann die Probleme gelöst und ja, und dann sind wir auf einem guten Kurs, ne? Und was ist die Grundidee letztendlich? Ja, schauen wir es uns nochmal anhand des Tagesbildes an. Ja, letztendlich bedeutet das, jede Behörde, Arbeitsamt wird belohnt, jeder Mitarbeiter des Arbeitsamts kriegt die größten Belohnungen, wenn es in seinem Bereich gar keine Arbeitslosen mehr gibt, wenn er sie alle in Arbeit untergebracht hat. Wohnungsamt bringt neu Recht auf Wohnen für alle und Pflicht auf Wohnen für alle, also kein Rumlungern mehr in der Stadt. Jeder hat das Pflicht auf eine Wohnung, wird aber dabei total betreut und es wird geholfen an allen Ecken und Enden und jeder Wohnungsamtmitarbeiter kriegt dann am meisten Belohnung, wenn ein friedliches, harmonisches Zusammenleben mit all den früheren Obdachlosen gewährleistet ist, ja? Und dann sozusagen Lehrer werden endlich danach belohnt, je mehr sie bewiesenermaßen Kinder fördern, desto mehr Belohnung. Und wer Kinder schlecht fördert, sondern eher schikaniert oder bremst oder wie auch immer, der wird halt nicht belohnt. Und Lebensmittelhändler bekommen, Supermarktleiter bekommen die größten Verdienstzuschüsse, wenn die Kunden gar nicht mehr krank werden, weil sie nur noch gesunde Sachen liefern und nicht mehr vergiftetes Zeug. Und Ärzte kriegen dann am meisten Belohnung, wenn ich nie mehr krank werde und so weiter. Und so durch alle Behörden, durch alle Teile der Gesellschaft, durch wird Gutes tun nicht nur moralisch erbeten wie bisher, sondern und nicht nur durch irgendwelche Eide so erhofft und erbeten sozusagen, sondern es wird ganz knallhart so. Belohnungen kriegt in Zukunft nur, wer Gutes für die Bevölkerung tut, und zwar bewiesenermaßen Gutes, nicht Scheingutes. Und ansonsten kriegen die Leute keine Verdienstzuschüsse und Zuschläge mehr und gehen pleite, ne? Und so kommt es dann zu einer Evolution. Da sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Dann kommen wir wieder zurück in die Situation vor 400.000 Jahren, nämlich, dass jetzt aber, anstatt dass die manche Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen und dann mit dem Erfolg ihrer Träger sozusagen sich in die ganze Welt die vorteilbringenden Irrtümer werden und zur Grundlage jedes Berufsstandes werden, die jeweiligen vorteilbringenden Irrtümer, sondern jetzt plötzlich werden ja die
Wahrheit ein Vorteil bringt. Wir haben dann also eine Evolution der vorteilbringenden Wahrheiten. Und mit Hilfe der Next Scientist for Future, die vieles aufklären, werden wir ruckzuck die ganze Welt Richtung Wahrheitsorientierung haben, werden uns weltweit befreien von all den vorteilbringenden Irrtümern, werden nie wieder Schweinegrippe oder Corona haben, weil diese Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer alle ruckzuck weg sind, weil darüber in jeder Fernsehsendung die Next Scientists for Future und die Partei Wir 2020 eventuell aufklären, falls es wirklich zu einer Zusammenarbeit hoffentlich kommen soll, könnte. Ja, und dann haben wir die Probleme doch gelöst, haben wir die Menschheitsprobleme gelöst. Ja, ich denke, das war's schon wieder mit dieser. Ach nein, die Tagesthemen. Bloß nicht die Tagesthemen vergessen. Ja, also über Bodo Schiffmann habe ich ausführlich gesprochen. Dr. Köhnlein ist ja teilweise noch wichtiger, weil er uns, Dr. Klaus Köhnlein, weil er uns darauf hingewiesen hat, dass wie oft Medizin tötet und dass eben die Behandlung, die Medikamentierung töten kann und so weiter. Und da stößt er in das gleiche Horn wie Dr. Med. Gerrit Reuter mit TH, der eben auch ganz klar sagt, wie unsere Medizin mittlerweile unsere Lebenserwartung wieder anfängt zu verkürzen, also weil sie so tödlich geworden ist, dass sie uns immer häufiger tötet, ja. Und Dr. Markus Krall und Horst Lüning und KenFM und Bill Gates und Christian Felber hängen alle gemeinsam mit seiner Gemeinwohlökonomie, hängen alle dem Irrtum an, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung nicht lebensgefährlich seien. Und damit ist auch die Gemeinwohlökonomie nur minder wertvoll, sozusagen, ja. Weil sie das Grundproblem eigentlich gar nicht behandelt und auch gar nicht löst mit ihrer Gemeinwohlbilanz. Und Bill Gates eben ja durchschaut natürlich nicht, dass er als Nichtmediziner aber trotzdem den Mainstream-Medizinern geglaubt hat, deren vorteilbringende Irrtümer übernommen hat und jetzt glaubt, dass die ganze Welt geimpft werden muss, so wie das der Mainstream der Medizin ja auch als vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, ne, sozusagen. Und KenFM, ja, bitte, KenFM, Ken Jebsen sollte endlich an den Punkt kommen, dass er erkennt, das sind alles nur Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, die uns alle umbringen. Da steckt kein böser Plan drin, keine Verschwörung, keine bösen Absichten. Das sind wirklich unbrauchbare Verschwörungstheorien. Außerdem, lieber KenFM, sobald man anderen Menschen, wie zum Beispiel Bill Gates, einen bösen Plan unterstellt, dann ist das eine beweislose Verdächtigung, ist eigentlich eine strafbare Handlung innerhalb unserer Gesellschaft. Also Verschwörungstheorien sind kein Kavaliersdelikt, sondern eigentlich strafbare Handlungen. Und da uns die Naturwissenschaft ja beweist, dass es sich nur um vorteilbringende Irrtümer handelt und die Leute ihre Irrtümer glauben, und wir wollen doch niemanden, der sich irrt, einfach einem beschuldigen, einen bösen Plan und böse Absichten zu haben und sich gegen uns alle verschworen zu haben. Bitte vergessen wir all diese Irrtümer, ja? Das ist alles, überlassen wir das den Rechtsextremisten und den Linksextremisten. Die Linksextremisten, die haben ihre Verschwörungstheorien von Karl Marx, ja, die Ausbeuter, die Mehrwertabschöpfer, die bösen Ausbeuter, diese völlig wertlosen Unternehmer, das ist deren Verschwörungstheorie, ja? Und so, und deren sozusagen ihre Lehre sozusagen, und die Rechtsradikalen haben eben ähnliche ihre Lehren, ja. Da sind dann eben auch die bösen Unternehmer, das sind dann manchmal böse jüdische Unternehmer noch und so weiter. Ja, und vergessen wir doch all diese Irrwege und machen wir ganz klar, die Partei Wir 2020 muss eine Partei der absoluten Mitte werden, wenn die Next Scientists for Future da wirklich kooperieren.
zu kooperieren bereit sind am Ende. Und da müssen herzlichst alle Linksextremisten und alle Rechtsextremisten ausgeladen werden. Herzlichst sozusagen. Ja, aber ich glaube, jetzt war es es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und ja, das war's dann wieder mal. Tschüssi, bis bald.